Sie töten alles und jeden. Dieser Tunnel ist unsere wichtigste Nachschublinie für Waffen, Nahrung und Medikamente aus der Außenwelt. Aber eine Gruppe Aufständischer mit Sprengstoff versucht, die Quarantäne dort zu durchbrechen. Noch hält ihnen eine Garnison der JTF stand, aber sie werden schwächer. Und wenn die Aufständischen die Schleusen sprengen, um durchzubrechen, wird der Tunnel geflutet, die Nachschublinie geht verloren und jede Menge Leute sterben. Wir haben die Bestätigung, dass Benitez dort mitten im Getümmel ist. Der Tunnel muss gesichert und Benitez zur Basis gebracht werden. Hallo Leute, nachdem wir in den letzten Videos uns schon mit dem Technikflügel und dem Medizinflügel beschäftigt haben, fangen wir nun auch mal an, den Sicherheitsflügel auszubauen. Die erste Mission führt uns dafür zum Lincoln-Tunnel, also die Mission Lincoln-Tunnel-Checkpoint. Bin wieder im Team unterwegs, diesmal mit zwei Kollegen, Level 8 und 9. Ich selber bin Level 11, ein dritter wird auch noch später in der Mission hinzuspringen. Die Mission hat eine Stufenanforderung von 5, geht gegen die Plünderer und wir müssen dort Captain Roy Benitez unterstützen und zur Basis zurückbringen, sodass er den Sicherheitsflügel ausbauen kann. Sind auch gleich am Anfang der Mission mitten im Geschehen. Wie ihr seht, es geht in der Mission mal nicht gegen die Cleaner, also keine Flammenwerfer, sondern gegen die Plünderer, also die, die ihr auch oft auf der Straße trefft, die den Bereich sichern. Also als erstes müssen wir jetzt dann zum Tunnel gelangen, zu dem Checkpoint. Ihr seht, aufgrund der Panik, des Ausbruchs des Virus, die ganzen Autos versperren hier den Weg, den Tunnel, stehen alle verlassen rum. Kämpfen wir uns also über den Highway in den Tunnel. Die Mission dürfte auch nicht so schwer werden, weil Mindestanforderungen, wie gesagt, Stufe 5. Findet sich auch in den Hudson Yards, die ja auch nicht so eine hohe Stufenanforderung oder Empfehlung hat. Also mit unserem Team sind wir eigentlich sehr gut gerüstet. Ich habe auch wieder das Medikit dabei, damit kann ich mich und auch andere Teammitglieder heilen. Also das ist ein kleiner Koffer, der wird dann abgelegt und hat einen Heilradius. Kann auch geworfen werden zu Teammitgliedern, wenn die ein bisschen in der Entfernung sind und man die heilen möchte und nicht sich selber. Wie immer auch nach den Kämpfen Loot einsammeln. Auch mal Ausschau halten nach den Kisten, die mit Gegenständen oder Waffen auf der Map rumliegen können. Oder in der Welt rumliegen können. Wie hier zum Beispiel, wenn wir uns am Seil nach oben arbeiten, finden wir zum Beispiel eine solcher Kisten. Die können wir allerdings, wenn wir die Mission wiederholen, nicht mehr öffnen. Das sind wirklich einmalige Kisten, die auch nicht mehr gefüllt werden für einen dann. Also die Mission mehrmals spielen, wenn man denkt, man kann dann nochmal die Kiste öffnen, funktioniert leider nicht. Wenn ihr die Mission wiederholt, kriegt ihr auch keine neuen Materialien für den Ausbau der Flügel, sondern lediglich Credits, also auch keine Missions-XP mehr. Wir nähern uns jetzt auch langsam dem Checkpoint des linken Tunnels, wie wir oben gerade auf der Laufschrift lesen konnten. Aber da hinten sind auch schon wieder Gegner. An dem Symbol für ihrem Namen oder vor ihrem Level seht ihr auch, dass das sich um Sniper-Gegner handelt. Ich selber habe als Zweitwaffe auch eine Sniper-Rifle dabei, weil die doch gut Schaden macht und auf die Distanz vor allem sehr hilfreich ist. Aber mit unseren Leveln 11, 8 und 9 sollten wir gegen Level 6 Gegner eigentlich keine Probleme haben. Werde dann auch versuchen, wieder die Gegner zu flankieren.
dass meine beiden Kollegen unten auf der Straße bleiben und ich versuche von der Seite zu kommen, da wo die Sniper gerade sind, um den Gegnern so in die Flanke, in den Rücken zu fallen. Weitere Feinde im Anmarsch. Captain Benitez, hier spricht Fay Lau. Wir sind Division-Agenten und haben die unmittelbare Gefahr neutralisiert. Ich lege sie auf unseren Funk, dann können sie die Unterstützung dahin dirigieren, wo sie gebraucht wird. Das sind gute Nachrichten, aber es gibt auch schlechte. Ein paar dieser Kerle sind durchgebrochen und bringen Sprengstoff an den Schleusen an. Die wollen raus, koste es, was es wolle. Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hochgehen. Also den Bereich haben wir jetzt gesichert, sind jetzt auch mittlerweile dann zu viert im Team. Also auch das geht, dass man mitten in der Mission dann auch reinspringen kann. Kommt natürlich auf eure Privatsphäre einstellen, also auf eure Friendlist standardmäßig. Die Kollegen können reinspringen in das Spiel, sind dann jetzt im Tunnel. Müssen jetzt also, wo wir den Checkpoint gesichert haben, was ja der erste Teil der Mission war, jetzt das Fluttor erreichen. Im Tunnel sind auch noch mal ein paar Gegner, aber auch hier kann man schön flankieren von der Seite, also nicht auf der Straße lang. Die anderen können oben diesen kleinen Weg entlang gehen und ihr seht, der Gegner geht in Deckung, weil da Feuer gesetzt wird. Ich kann von der Seite ohne Probleme kommen und ihn ausschalten. Müssen jetzt dann den Bereich halten, beziehungsweise dort am Fluttor, dass das nicht gesprengt wird, den Bombenentschärfer schützen. Heißt also, es werden jetzt auch Gegner gleich kommen, da sind sie auch schon von vorn. Ist recht beengt hier mit den Autos, also schon eher nahkampflastig dann der Bereich. Schrotflinte oder Maschinenpistole sind da dann sehr hilfreich. Kommen jetzt auch dann ein bisschen stärkere Gegner. Wie man an dem lila Namen denn sieht. Die haben immer diese Balken da drüber.
In welcher Reihenfolge übrigens die Mission macht, die ich hier zeige, das ist natürlich euch überlassen. Also ihr hättet den Sicherheitsflügel auch eher freischalten können und die Missionen machen können. Aber da lässt einem das Spiel als Open-World-Spiel auch die Freiheiten. Es ist halt jetzt die erste Mission, danach werden dann auch weitere Missionen für den Sicherheitsflügel angezeigt werden auf der Karte. Ihr seht, wir müssen den Bereich jetzt noch 1 Minute und 40 Sekunden halten, beziehungsweise beschützen. Das heißt, noch genug Zeit, dass da auch nochmal weitere Gegner kommen können. Also die Zeit ist jetzt rum, Bombe ist entschärft am Fluttor. Jetzt müssen wir noch den Rest der Gegner ausschalten, also den Tunnel sichern und säubern. Also sicher ist er schon, jetzt nur noch säubern die letzten Gegner, bevor es dann weiter in der Mission geht. Also ihr seht schon diese lilanen Gegner, auch wenn die Level 6 sind und ich Level 11, die halten schon viel aus, nutzen auch gut die Deckung. Verdammt, das war knapp. Denen ist egal, wen sie töten, um zu kriegen, was sie wollen. Tunnel ist dann jetzt auch sauber, also gehen wir jetzt zu Void Benitez, den wir in der Mission unterstützen sollen, sodass er danach dann mit in unsere Missionsbasis kommt und den Sicherheitsflügel freischaltet, der uns dann auch Zugriff auf weitere Talente, Fähigkeiten gibt. Geht also jetzt weiter durch den Tunnel. Hier einfach nochmal alles absuchen, zur Sicherheit nicht, dass man irgendwas übersieht. Ja, die Gegenstände kann man dann, wenn man sie nicht braucht, auch verkaufen oder zerlegen für Materialien, aus denen man mit den gefundenen Blaupausen dann andere Gegenstände fertigen kann. Hier haben wir zum Beispiel wieder eine so eine Kiste mit einem Inhalt drin. Kampf bevor.
Und da kommt auch schon, nachdem wir mit dem Captain gesprochen haben, das nächste Missionsziel: Angriff überleben und Roy beschützen. Wir sind hier also am Ausgang von dem Tunnel, oder von dem Tunnel, dem Seitenausgang. Da sind auch schon die Plünderer. Und setzen uns auch ganz gut unter Feuer. Haben jetzt hier leider nicht die Möglichkeit, irgendwie zu flankieren oder so. Weil es doch alles sehr beengt ist und wir hier jetzt erstmal hinten an der Wand stehen. Also versuchen uns erstmal den Weg nach vorn freizuschalten, um dann weiter nach vorn zu kommen. Seht, auch die Gegner greifen uns jetzt hier mit Snipern an. Ist nicht so einfach, weil wir auch geblendet sind durch die einfallende Sonne in den gesprengten Durchgang. Und jetzt sieht man sie da oben so leicht, die beiden drei Sniper sitzen. Das Visier, wenn kurz bevor sie schießen, das reflektiert dann noch immer so ein bisschen. Also man sieht es aufleuchten, dann heißt es auf jeden Fall schnell den Kopf einziehen und in Deckung gehen. Weil die immer mit einem Treffer schon sehr viel Schaden machen. Sehen wir jetzt auch mal diesen Medizinkoffer im Einsatz. Den habe ich jetzt da hingestellt. Jetzt ist so ein kleiner Heilbereich um uns herum, der uns heilt kontinuierlich. Also auch die Teamkameraden. Was im Team nicht schlecht ist, wenn man ein, zwei Leute dabei hat, die das machen können. Wir haben jetzt den ersten Bereich aufgeräumt. Jetzt kommt es natürlich wieder wie am Ende jeder Mission dazu, dass wir den Anführer ausschalten müssen, also einen extra starken goldenen Gegner. Der hat auch jetzt erheblich mehr von diesen Balken über seiner Lebensleiste, also sein Schild. Müssen aber auch erstmal in seine Nähe kommen. Also der ist doch noch ein Stückchen weit weg. Aber werden ja auch immer gut von dem Spiel geleitet mit den orangenen Markierungen, wo wir hin müssen. Schießen uns dann jetzt also den Weg nach vorne langsam frei. Hoffen, dass wir dann da auch ein bisschen mehr Platz haben, um ihn dann zu flankieren, weil frontal ist bei den Bossgegnern keine gute Idee. Ist also den Bereich jetzt hier so langsam gesäubert, können jetzt also gucken, ob wir noch irgendwas mitnehmen können und versuchen dann vorsichtig wieder weiter vorzurücken. Sehen da hinten auch schon wieder Gegner kommen. Und der Bossgegner ist ein Sniper-Gegner, Level 6. Hat auch noch ein paar andere Sniper um sich rum. Also Kopf einziehen und versuchen, möglichst nah an ihn heranzukommen. Hilfe.
haben uns jetzt schon ganz gut vorgearbeitet, haben eigentlich auch alle Gegner ausgeschaltet. Da hinten ist jetzt noch einer, da werfe ich jetzt noch mal eine Granate hin. Kann den jetzt ausschalten. Der Bossgegner konzentriert sich auf die anderen drei frontal vor ihm. Das heißt, ich kann jetzt schön flankieren und ihm in den Rücken fallen. Als Sniper ist er im Nahkampf nicht ganz so gut. Also ihr seht, ich stehe auch schon bei ihm und jetzt heißt es einfach draufhalten. Der muss die Waffe wechseln und da liegt er dann auch schon. Wir haben den Einsatz abgeschlossen. Kriegen also jetzt Sicherheitsflügelgüter, die Credits, noch ein Rikers-Video. Das werde ich jetzt dann am Ende nochmal zeigen, was wir da gefunden haben. Reisen am Ende zur Basis und bauen den Sicherheitsflügel aus oder auf mit Roy Benitez, bauen den noch aus. Da werde ich euch dann aber nicht dazwischen quatschen bei der Zwischensequenz und bei dem Video dann. Hoffe, wir sehen uns dann demnächst auch bald wieder in den anderen Videos und ihr habt Spaß beim Schauen. Bevor ich das mache, noch kurz schauen, ob man noch irgendwas finden kann in dem Bereich. Sieht alles ganz gut aus. Also jetzt dann das Video, die Beweisdaten. Danach geht es zur Basis mit dem Abschluss der Mission. Lau sagt, sie hat es ihnen hochgeladen. Moment, ist er das? Oh nein, ich mache Meldung. Zentrale hier, Wagen 2-4. Wir haben Einheit 5-5 gefunden, ist verlassen, over. Scheiße, die sind hinter uns! Vergiss es! Los, fahr! Los, los! Zentrale, hier Wagen 2-4. Wir sind... Wagen 2-4. Können Sie mir verraten, was Joe Farrow mit einem halbgaren Wolkenkratzer will? Kommen Sie rüber. Captain Benitez konnte frischen Kaffee auftreiben. Ich war zufällig bei den Überresten von Kermans. Also wir sind verantwortlich von Midtown bis Lower Manhattan. Und zwar vor allem, weil niemand von dieser Insel runter kann, uns eingeschlossen. Unser größtes Problem sind fähige Leute, die haben wir nicht. Zurzeit haben kriminelle Elemente die meisten dieser Viertel besetzt und unter Kontrolle. Rikers, Cleaners, Straßengangs. Ich habe nicht genug Leute, um einen Block zu sichern, geschweige denn für Recht und Ordnung zu sorgen. Im Grunde können diese Arschlöcher hier rumrennen, sich nehmen, was sie wollen und nach Lust und Laune morden, weil wir niemanden haben, der sie aufhält. Das heißt, es ist unser Job, in diesen Vierteln aufzuräumen, damit wir die Bewohner mit Nahrung und Medizin versorgen können. Ich weiß nicht. Beim Gebiet dieser Größe und so vielen Chaoten, ich glaube nicht, dass sie allein damit fertig werden. Nichts für ungut. Ich kann sie doch nicht den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Wir sind die Wölfe, Captain. Na, dann, wie Sie wollen. Vielleicht überzeugen Sie die Division, ein paar mehr Leute zu schicken. Fürs Erste haben wir nur, was Sie sehen. Unfassbar, dass ich den Staat anflehe, meine Stadt zu übernehmen. Wenn wir Infos bekommen, erfahren Sie es als Erstes. Viel Glück. Sie brauchen es. Ein Agent verlässt jetzt Ihr Team. Also ihr seht, der Sicherheitsflügel ist jetzt verfügbar. Wir haben die ersten Sicherheitsflügelgüter auch. Können jetzt aufgefordert den ersten Teil natürlich ausbauen. Haben sogar noch ein bisschen mehr, um noch weitere Teile dann auszubauen, die uns dann neue Fähigkeiten und so weiter geben. Danke für Ihre Hilfe. Also damit ende ich dann jetzt auch mit dem Video. Werde noch kurz die Basis ein bisschen ausbauen, den Flügel. Die Hundestaffel ist da zum Beispiel auch sehr hilfreich, weil wenn ihr die freigeschaltet habt und alle Nebenmissionen in einem Stadtgebiet erledigt habt, dann werden euch die ganzen Sammelgegenstände, Echos, Telefonaufzeichnungen nämlich auf der Karte angezeigt, sodass ihr die auch finden könnt, relativ einfach und schnell. Also bis demnächst, euer Kuschel.
Großartig. Jetzt, da dieses Zeug installiert ist, können wir endlich richtig arbeiten. Gut gemacht.